Nun, So, da sind wir wieder. Ich habe Schiss. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Denn wir müssen jetzt wieder durch die Mitte. Genau. Alter, sind die Geräusche sehr ekelhaft. Die Geräusche sind sehr, sehr ekelhaft. Kann da nicht durch, ja. Wir hatten 5, 10 und 12 Uhr, ne? Ich geh jetzt mal hier durch. Und rechts, oh mein Gott! Junge, ist das ein Blowjob, der mir gerade. Hallo? Bin ich sofort sterben, nachdem ich gespawnt bin, Alter? Bum, 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 bam. Nein. Komm schon, Alter. Gib mir keinen Blowjob hier. Sehr gut. Okay, der lebt aber noch. Bam. Perfekt. Direkt erstmal nachladen. Und das hier auch benutzen. Ich will ja nicht sterben sofort. Nee, nachladen brauche ich nicht. Wir haben noch genügend Schüsse. Okay. Ich hoffe, das Spiel ist etwas laut genug für euch. So, jetzt, wo kann ich überall hin? Ich könnte jetzt rechts lang, links lang. Ich könnte auch. Ist das die Mitte hier? Gucken wir mal hier, ne? Man weiß ja nicht. So. Ja, hier ist noch jemand. Komm, zeig dich. Oh, jo. Was bist du denn? Ich töte dich nicht. Ich töte dich mal nicht, du bist niedlich. Ja, Pistolenpunition nehmen wir mit. So, wenn wir jetzt hier durchgehen, wo kommen wir raus? Der ra komplett raus, ne? Das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Friend in need, okay. Ich gehe erstmal hier rein. Auch am Klemmen. Okay, dann müssen wir auf die andere Seite. So. Oh, hier. Auch klemmen, aber hier wahrscheinlich dann weiter. Ja. Oh, die Treppe kennt. Hier ist ein Gen meistens. Und hier ist das Basement. Können wir durch? Nichts drin? Okay. So, Kamera drehen. Kann ich auch hier in Schränke nachgucken? Könnte ich. Ins Klassenzimmer. Auch am Klemmen, ne? Ich verstehe. Alles klemmt. Es ist sehr still, ne? Warte. Okay. So. Es ist unglaublich still. Das macht es nur besser für mich. Okay, wo kann ich denn überhaupt noch hin? Zur Toilette jedenfalls. Oh Gott, bitte nicht. Na? Und direkt wegtreten. Bam. Okay. Hier reingucken. Nee. Gibt's hier nichts? Ich kann nicht reingucken. Ah, okay. Warum ich dann hier hingekommen bin, wenn es hier nichts gibt? Ich kann da wirklich nicht rein. Ich drücke A. X, was auch immer. Nö, nichts, okay. Hier war wohl nichts. Vielleicht hier in der Mädchentoilette. Wieso kann ich denn hier rein, wenn ich hier nichts machen kann? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Hallo? Oh, ist schon ein bisschen schwer. So. Das heißt, da haben wir jetzt alles abgecheckt. Da gab es halt. Es ist rot. Das heißt, wir sind da schon mal alles abgegangen. Okay, dann versuchen, ob hier die Tür aufgeht. Ist nicht abgeschlossen. Okay.
Wir könnten jetzt hoch. Wenn wir uns umdrehen. Und dann schauen. Hier hoch. Ist denn auch mein Radio an? Ich hoffe mal. On. Alles on. Okay. Es geht noch weiter hoch. Wo? Da hinten. Da sehe ich's. Boom. Boom. Down. Und weg mit dir. Perfekt. Können wir hier ins Klassenzimmer rein? Ja. Oh. Oh, was mache ich? 1, 2, 3. Nichts Besseres als Bad und einen beiden Bildstream gönnen. Ja, danke schön. Ich wollte. Oh! Schnell, schnell wegtreten, schnell wegtreten. Bumm! Perfekt, hier ist aber noch was. Das Radio ist noch aktiv. Aber es freut mich, dass du so viel Spaß hast. Vor allem Baden, also direkt erschrecken. Ist hier etwas? Ich bräuchte eigentlich meinen guten Kollegen Hugo, der mich begleiten könnte. Okay, hier gibt's nichts. Er lebt noch. Fuck. Hello, Kikadi. How are you doing? Jetzt. Okay, Radio sieht aus. Deswegen war das Radio an. Hello, how are you doing? Nicht weg, nicht weg. So, können wir etwas mitnehmen? Ich guck mal alles mir an. Let's see if I can take anything with me. Somebody touch my spaghetti? Nö. Können wir hier durch? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. I don't know why I'm even in the middle. I only know that we got a marking. That's, that on the picture but which that our girl Cheryl was on or inside the Midwich I learned screw or at least we thought so. Ich glaube, die ist halt irgendwo hier, aber ich habe halt nichts hier. Alright, exhausted. There I had very little lol, that was a wet fart. But very had very little sleep, but doing good now. I made some egg fried rice. Nice, that looks that sounds awesome. How are you? I'm doing good. Thank you for asking. I had a long day from work. I'm still practicing and I'm quite nervous for my exam in the near future that I'm practicing. But yeah. I have only like 2 chances and it's really difficult. I need to improve myself. Okay, here's nichts mehr. Nothing still here. Huh. Nichts hier. Thank you, thank you. Classroom. Nichts hier, nothing is here. Das ist komisch, that's so weird. Okay. Dann schauen wir mal. Wir können jetzt da lang. We could go through that door. Or. Oder hier. Ah! Oh! Why? There are 2 enemies. No. No. Kill. No, what? Die sind ja schnell aufgestanden. This stood up real quick. What the fuck? So, sonst ist hier nichts. Nothing here. Okay. Wir gehen zurück. We go back. Nimm. Dann hier. Ist nicht abgeschossen. Oh, jetzt kann ich hier lang. Oh. 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 Nee. What? Nice. Down. Weg sind sie. Oh. A piano. Ein Klavier.
Es ist im Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Also, this might be a bit dumb, but I never connected the dots that the old Silent Hill games are actually where all the DVD stuff came from. Oh my god. No, it's not dumb. Sometimes, you know, you don't know a franchise, you know? Like, Silent Hill is an old game. Not a lot of people know this that game. Maybe they know, well, maybe they do, but it's difficult. Not everybody should know it. But it's a insane franchise, you know? But yeah, it could have happened to me as well, so no worries. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube. Entwacht, um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stille zu finden. Gleich bei einem anderen Vogel. I mean, I didn't know of it, but it does look quite a lot different. Well, yes, that's true. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Oh. I don't understand one thing. But yeah. Yeah, they look a bit different. Also, Cheryl does not equal Cheryl in DBD. Like, there's a character called Cheryl, I think, or Heather. Heather. She's actually called Heather in Silent Hill, but in DBD she's called Cheryl. So it's understandable. So. Nee, nicht hier. So, jetzt haben wir eine Schwelle gehabt. Lässt sich nicht öffnen, komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschossen aus. I don't know what to do with that information. Zuerst für gierige Pelikan. Ich flog weiter als der Pelikan. Rabe. Schwan. I think this is Yeah, not quiz. Fuck, what was the English word? A challenge. Das ist halt ein Rätsel. We have to solve this riddle. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst geht und dann eine. Okay, ich verstehe es nicht. I don't understand, to be honest. Werden wir mal später sehen. We will maybe find it out later. So. In die Richtung? In this direction? Yes. Hier? Oh nein! Ey yo! Ey yo! Oh mein Gott, das ist ekelhaft, das ist disgusting. Oh! Oh bitte, no jumpscare, please! Oh! Nichts Brauchbares im Schließfach. Oh! Katze! Oh ne, Kerl, bloß eine Katze. Katze, bleib stehen! Hä? Was? Nein, nicht die Katze! Not the cat! Oh, 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 oh. Schnell. Boom. Jawohl. Okay, hier war eine Katze. That's a cat right here, okay. Ah, Fragezeichen auch noch. Ai, oi. Boom. Jawohl. Boom. Da ist immer noch einer. Hinter mir, glaube ich. I think someone's behind me still. Katze! Hä? Where's the cat? Hä? Hä? Was ist der Song?
Alter! Hier rein, Fagott. Komm näher, komm näher. Ah. Los. Wow! Schnell. Kill it. Töte es. Bam. Jawohl. Munition, nice. Uiuiuiuiui. Ich werde ja nervös. War ich nicht sogar hier? Er kann nicht sein. I wasn't here, right? Na. Nicht. Not yet. Ah. Schwer. Man muss sich halt echt orientieren. It's quite difficult to... Oh, Bro. Die Musik. Oh, disgusting. Ist so ekelhaft. Erstmal hier umschauen. Ne, hier ist nichts. Nothing here, I see. Okay. Ah. Es wird hier sehr laut. Okay, nichts hier. Die Katze war mal hier. The cat was here, I think. So, Library. Bibliothek. Oh. Warte. HP erstmal gucken. Wir sind noch im grünen Bereich. Whistle. Good. Hallo? Ja. Hier ist jemand, 100 Pro. Ne, unter mir. Oh. Ist das die Katze? Ist das der Cat? Verstehen. I don't understand. I don't quite understand. Kein besonderes Buch hier, okay. Ah. Ich werde hier ziemlich nervös. I'm getting really nervous hier. Na dann, hier rein. Oh, da. Bumm, bumm, bumm. Und weg. Perfekt. Was ist das da oben? Kann man nicht ansehen. So. Hier ist nichts. Nothing here. Nee. Das heißt, wir haben die Bibliothek jetzt uns angeschaut. We saw everything in the library now. Dann. Hier lang. Oh, warte. Zurück wieder. Wo ist die Katze? Where is the cat? Hier ist nichts, hier kann man nichts machen. Ha. Nam. Und dann hier die Tür aufmachen, weil es verschlossen ist. Oh, der Bus. Oh, ekelhaft, disgusting. Chemie. Labor. Hallo? So. Nichts hier. Eine Hand. A hand. Skulptur der Hand eines alten Mannes. Mit festgeballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Kann ich es nicht mitnehmen? Okay, nö. I can't take it. With me. Ah. Das Money, nehmen wir. Money. So. Okay. Jetzt, now. Gibt es sonst noch etwas? Statue of a hand, ja. Warte.
Wait. Okay. Und da kommen wir nicht, wa? Nein, kommen wir nicht. Hier erstmal rein. Oh. Sound. Not so good. Destilliertes Wasser, kein Grund mitzunehmen. Oh, disgusting. Die Musik, Alter. Chemikalie, ja. Nee, Glucose, kein Grund mitzunehmen. Okay. Okay, wir haben die Chemikalie jetzt mitgenommen. We took the. Ja. Oh. Bam. Hä? Er wollte nicht schießen. Bam. Gut. Und weiter. So, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt eine komplette Runde gedreht. Wir können es noch aufs Dach. We can still go to the roof. Wie geht's eigentlich runter? Rechts unten, aber da ging es noch nicht lang. Da war es gesperrt. Ich müsste von oben irgendwo fallen. Ich gehe erstmal zum Dach. Uiuiui. Okay. Jetzt muss ich irgendwie Weg nach unten finden. I have to find a way down. Ah. Kann man wirklich nicht von der Bibliothek runter? In der Bibliothek geht das. So. Ah, hier ist die Bibliothek, ne? Ne, noch nicht. Eine weiter. So. Kannst du hier wirklich nicht runter? Can't we go down here? Really? Okay, das wird schwer. Was mache ich jetzt? What do I do now? Wir haben jetzt hier alles abgecheckt, wenn wir jetzt runtergehen. Oder war. Oh, da waren wir noch nicht. Wir müssen jetzt hier gerade runter. Okay. Oh, die Musik. Hier runter. Oh. Ui. Boom. Come on. Boom. Sehr gut. Hier waren wir noch nicht. Da. Oh, fuck. Komm her. Noch einer. Bam. Jawohl. Bam. Perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal direkt hier rein. Okay, noch ein Klassenzimmer. Another classroom. Die sehen alle gleich aus. They look all the same. Oder geht's noch weiter runter? Wir können eventuell in den Keller gehen, ne? Ja. Gut. Gut, dass wir hier sind. Nothing here. Nichts hier. Ne. Warte. Dann direkt hier rein. Oh. Da. Ne, das dich will ich nicht töten. Alter, das ist der Geist, stimmt. Das ist der Geist. It's Korn. Korn? Hallo, Minako. Fass den Geist nicht an. Sieht aus wie ein Pinguin oder wie ein Kind. Je nachdem. Looks like a child or a penguin. Aber sonst hier nichts. Ne?
So. Mein Finger ist eingedingst, eingewasst. Okay, klemmt. Die Tür klemmt. Ah. Okay, ist nicht mehr abgeschlossen. Spür ich nicht. Ach so, eingeschlafen. Ja, das ist passiert. Musste sehr viel Bewegung und wieder Blut reinfließen lassen. So. Hier sind wir jetzt. So, wo können wir jetzt überall rein? Where can we go? Storage? Okay, als erstes Storage. Ist das Storage? Ja, Storage. Nein, ich habe gelogen. We don't go to Storage yet. Wir gehen nicht zu Storage. Hier vielleicht? Oh. Hä? Generator? Scheint kaputt zu sein. Danke, Merkel. Aber das hier. Hallo? Na. Langsam, aber sicher. Und jetzt. So. Hallo. Na komm. Ups. So, jetzt aber. Das ist ein Schalter. Wollen Sie den Schalter umdrehen? Ja. Nichts scheint zu passieren. Oh. Oh. Das Ventil ist fast zugedreht. Es lässt sich nicht drehen. Ich weiß nicht, wozu es dient. Besser nichts anrühren. Geht das für alle? Ja. Okay, da kann ich jetzt nicht rein. Das ist jetzt interessant. Warum sind wir hier? Why are we here? Just to suffer? Ah. Was machen wir jetzt? What do we do now? Warte, hab ich überhaupt ein Item? Stahlrohr? Nee. Ich habe eine Chemikalie. Konzentrierte Salzsäure. Gefunden im Chemielabor. Wir haben jetzt hier alles aufgeräumt, aber... Immer hier links. Haben wir irgendwie noch nicht hier irgendwo nicht drin? Ah. Ich speichere mal wieder. Weil das ist schon schwer, sich hier zu navigieren, ne? It's kind of difficult to navigate through. Das Game. Nicht mal Boy Hugo. Ich brauche meinen jungen Hugo. Dorimi. Doch, Dorimi. So, wir gehen jetzt mal wieder raus. So. Leben am Mond. Der Anime. Achso, Dorimi. Ja, ja, den kann ich. Können wir noch nicht betätigen? Ja, abgeschlossen. 10 Uhr. 10 Uhr. Ich habe gerade die erste Folge gesehen. Oh nein, und wie war's? War interessant. Kein älterer Anime, ne? So. Wir haben jetzt hier mehrere Rätsel, die wir lösen müssen. Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austausche. Oh, warte mal. Ich glaube, ich will auch Dings Card Captor Sakura sehen. Kenne ich leider nicht. Oh, ich muss wahrscheinlich Chemikalie benutzen. Okay, ich muss die Chemikalie wahrscheinlich auf der Hand benutzen. Ist zum Glück geschrieben. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser. Ist ungenutzt in verschollene Sprache. Er wacht beim perfekten Befehl. Ich habe nur nicht Zeit. Ja, verständlich. Ich auch nicht so viel. Dunkelheit ist die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie, die
die Tür der Zeit öffnet, um Beute zu lockern. Und ich will halt mein Pretty Cure durchballen. Ja, definitiv. Ich muss aber auch gucken, wie ich meine Zeit immer organisiere. Weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe. So, das ist der Keller. Hab nur eine Staffel durch. Nicht schlecht. Ich muss noch so vieles nachschauen. Oh, zwar eine von 20 ist schon heftig. Statue of Hand. Einen Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Okay, wir gehen jetzt hier durch. Und gehen jetzt erstmal zur Hand. So, wir gehen jetzt erstmal zur Hand. Echt? Pretty Cure ist. Ich dachte, Pretty Cure wäre schon zu Ende. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt nach links. Da. Der Mieterbaum müsste das hier sein, ne? Ja. Alter, ich hab mich erschreckt. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Oh. Ah, Pretty Cure ist noch nicht zu Ende. Oh, krass. Boah, hab ich mich erst erschreckt, Alter. So, Chemikalie Use. Jawohl. Sehr gut. Hand weggeätzt. Das ist ein Goldmedaillon. Mitnehmen? Ja. So, wir haben schon mal ein Medaillon. Okay, unser Ziel muss es sein. Oh. Ey, yo. Gib mir keinen Blowjob. Und weg. Oh. Schon wegtreten. Bum. Und weg mit dir. Ah. Ich muss mich noch erholen von dem Jumpscare, ne? So. Das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt könnten wir zurückgehen. Ups, da falsche Taster wieder. Los, hier lang. Und dann hier runter. Wir müssen jetzt wieder auf den Hof. Um halt schon mal das Gold mit der Rad zu packen, zu gucken, was passiert. Nimm. Links. So. Und dann hier. Und der Sound, Alter. Sound. So, hier, Gold. Hallo? Eine goldene Sonne? Ja. Packen wir die erstmal rein. Let's put it in there. Oh. Yep. Eine goldene Sonne. Hat die Uhrzeit sich jetzt verändert? Müsste doch hoffentlich. Auf 12 Uhr. Okay, jetzt müssen wir das Rätsel von 12 Uhr checken. Also, was nochmal das Rätsel war. Nimm. Rezeption ist rechts von uns. Ups, da. Gegen die Tür gelaufen. Oder die Tür haben wir ja gesagt. Es war 5 Uhr, ne? Ja. Die Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen, das Schweigen und wecken die hungrige Bestie, die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu lockern. Oh, wahrscheinlich gibt es einen Showdown in der Mitte. In der, ne, im Garten. Oder wie man es so nennt, Vorhof halt. Oder Innenhof. Ein Ort mit Sang und Klang. Okay, das ist definitiv dann das Klavier. Ein Bro, bitte sag mir, du liest den Chat. Natürlich liest den Chat. Hallo, Chuck D.I. Natürlich liest den Chat. Je nachdem, was du schreibst. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. Silber in verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Okay. Silberner Wegweiser ist ungenutzt. Dein Kollege der? Was? Hä?
Leute. Dein Kollege, der auch Silent Hill spielt, hat mich gekonnt. Mein Kollege spielt. Ich weiß nicht, ob du mich gerade verwechselst, aber aus meinem Freundeskreis bin ich gerade der Einzige, der Silent Hill spielt. Oder meinst du Hugo von gestern, der im Chat mit geschrieben hat und mir geholfen hat? Weil sonst kenne ich keinen anderen. Hugo kenne ich als Kollege aka andere. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich leider nicht. Also, musst du mir den Namen nennen des Streamers? Weil ich glaube nicht, dass ich den kenne. Ich glaube, du verwechselst mich leider gerade. Weil ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Freundeskreis, der gerade Silent Hill streamt. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt, in verschollenen Sprachen erwacht. Silberner Wegweiser, verschollene Sprachen, erwacht bei Verfügbefehl. Der tut halt Naivik. Ne, nie gehört. Und ich will dich nicht gerst halten, mein Freund. Ich kenne diese Person wirklich nicht. Oder zumindest denke ich, dass ich nicht kenne, aber dieser Name ist mir sehr fremd. Aber es ist ja richtig assi, dass er dich ignoriert hat. Aber das ist weder mein Kollege noch kenne ich ihn. Das stimmt auch gerade, Silent Hill hat keine Spielaudio. Oh! Das ist unschön. Vielleicht kannst du mal darauf hinweisen, dass der Audio anmachen soll. Oder vielleicht ist er in der Passage, wo es keine Audio gibt. Aber ich glaube nicht, man wird die Fußschritte hören, nicht wahr? Wir müssen jetzt zum Piano, genau. Ups, da. Hier. Also, ein Kollege war ein. Achso! Entschuldigung, okay. Sorry, ich bin doof. Es tut mir leid. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst, weil ich habe gerade überlegt. Meinst du vielleicht so ein Kollege im Sinne von so wie Stream-Kollege einfach, dass wir beide, ne, Streamer sind? Aber ja, jetzt verstehe ich. Ja, okay, das ist natürlich doof. Aber jedem das seine, ne? Jedem das seine. Wenn er halt das so streamt, kann ich mir nicht verübeln, um ehrlich zu sein. Vielleicht wagt er es so zu streamen. Ist der Blue geschrieben? Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan. Aber ja. Kannst ja vielleicht darauf hinweisen, dass er die Audio anmachen soll. Und ich muss mir gerade hier überlegen. Warte, ich skipp mal alles. Ich will mal gucken, womit ich hier überhaupt alles interagieren kann. Das sind Instrumente. Weil. Wollte ich, ja, aber der hat mich ignoriert. Oh! Sorry, ich bin halt echt heute auf dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Du hast ihn wahrscheinlich darauf hingewiesen, aber der hat dich ignoriert. Deswegen hat sie auch geschrieben, dass ich ignoriert. Okay. Jetzt gibt es für mich Sinn. Sorry, ich bin halt. Heute bin ich etwas langsam. Es tut mir leid. Aber ja, das ist halt ziemlich doof dann. Also, warum? Warum ignoriert man den halt? Darauf bin ich gegangen. Ja. Wenn es halt dir nicht Spaß macht, dann musst du da auch nicht bleiben, ne? Also, wenn halt fürs Interagieren da bist. Und er keine Interaktion bietet, dann bringt's halt nicht manchmal, ne? Aber lass ihm doch einfach mal zocken, ne? Wenn er halt sehr still in seiner eigenen Bubble zocken will, dann liebend gern, ne? Hauptsache, der stört niemanden. Auf einigen Tassen ist Blut. Hört das etwas? Ja, überprüfen. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Ich habe ihm die Info dagelassen und habe weiter gekrutscht oder geguckt. Je nachdem, was du meintest. Aber ja. Ja, ist doch das Beste, was du machen kannst, ne? Okay. Jetzt muss ich nur kurz gucken, was ich hier machen muss. Okay, das geht nicht. So, ich muss hier hin. Vielleicht. Nee. Ich bin jetzt schon jemand, der von meiner Anwesenheit
Ich finde schon jemanden, der von meiner Anwesenheit profitieren möchte. Ja, definitiv. Definitiv. Also, es gibt so viele Streamer, ne? Da lohnt es sich einfach mal zu gucken. So. Ich muss nur kurz gucken. Mein Controller, nein. Das Spiel abgestürzt? Nein, oder? Ich kann nichts machen. Nein. Was? Mein Controller? Einen Moment. Da ist das Spiel abgestürzt. Okay, ne. Huh. Spiel kaputt. Ne, mein Controller war kaputt. Ich hab's ja über über Bluetooth. So. Oh, hör mal. Ja. Das hier. Sorry, war ich wollte deine Geduld nicht. Also hoffe, das ist hier alles legal. Was ist legal? Je nachdem, kommt drauf an, was legal ist. Kommt drauf an, was du machst halt, ne? Aber Bex, ich sag mal so, ich versuche gerade das Rätsel zu lösen. Aber wenn ich halt nicht weiterkomme, wie jetzt, kannst du gerne einen Tipp da lassen oder so, falls du das Spiel kennst natürlich. So. Ich versuche halt. Ich versuche mal gerade. Ich muss vielleicht mal die Hinweise hier wieder mehr hören. Aber wie gesagt, solange du nichts Krasses machst, wie die ganze Zeit jeden Schritt Backseat Game, dann ist alles erlaubt eigentlich. Außer halt natürlich, ne? Was, wenn das emuliert ist, dann hast du definitiv eine originale Disk. Ja, natürlich. Geil, but. Ich glaube, er meint Emulator. Was? Oh, hör mal. Ich glaube, er meint Emulator oder so, nicht das Backseat Game. Ach so. Oh. Bolle, du bist, glaube ich, echt müde heute. Ja, ich bin eventuell müde. Aber egal. Geschichte von Föhn ohne Stimme. Aber ich will halt ein bisschen weiterkommen heute. Ich wollte Blut schreiben. Ach, geil, Blut. Ja, sowas von. Zuerst flog der gierige Pelikan. Erpicht auf die Pelono. Weiße Flügel flattern. Das wollte ich nur nicht. Das I wollte ich nicht. Ja, ist gut, alles gut. Das L wollte ich nur nicht, ja. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan. Soweit sie konnte. Ein Rabe flog herbei, höher fliegend als die Taube. Einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stechen kommt. Erst geht und dann einnickt. Wer. Ich bin der Schwanz, sowas von. Okay, so ich es verstanden habe. Einmal die erste Taste ganz links. Dann ganz weit. Dann weiter oben. Vielleicht das hier. Dann hier. Und dann hier. Nee, Mann. Weil ich habe jetzt gedacht, guck mal, wir lesen das nochmal durch. Geschichte von Ustrup, okay. Auf die Belohnung. Weiße Flügel flattern. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass er auf die erste Stelle, auf die erste Taste geht. Da kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Der hätte jetzt gedacht, okay, ganz weit nach rechts, die Taste. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube. Einfach nur um zu zeigen. Okay, da hätte ich jetzt gedacht, dass er dann nach oben geht, auf die schwarze Taste. Also rechts oben. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Gleich bei einem anderen Vogel. Da hätte ich gedacht, der geht auf eine Taste, die nicht wirklich einen Ton abgibt. Leute, dieses Klopfen halt abgibt. Das wäre halt entweder die linke gewesen. Und dann kommt zum Schluss eine Krähe, die schnell zum Stechen kommt. Erst gehen und dann wieder einnicken. Zum Stehen kommt. Und da frage ich mich halt, aber wo? Wohin gehört das Letzte? Wohin kommt, gehört das Letzte? Falls jemand eine Idee hat, bitte gerne in den Chat. Okay.
Warte, ich gucke noch kurz die Töne. Ah. Ich hasse das Puzzle. Ja, ich auch. Deswegen bin ich fast kurz davor, einen Guide mir anzuschauen. Also, leiser Rabe würde ich an der Stelle das vermuten. Ja, genau. Deswegen dachte ich halt zum Beispiel das hier beispielsweise. Die ist halt still. Also, das ist meine Definition von still, dass halt kein Ton rauskommt. Außer bei einem Klopfsound oder was auch immer das ist. So. Dann so weit, wie es geht, hier hin. Und dann nach oben, vielleicht hier sogar. Dann stiller Ort. Und dann vielleicht hier in der Mitte. Fuck, muss ich jetzt ernsthaft einen Guide anschauen, weil ich komme hier nicht weiter. Ah. Wenn wir das machen, dann das. Dann das. Dann das und dann das. Ne. Habt ihr noch eine Idee? Wenn nicht, schaue ich mir jetzt gleich einen Guide an. Vielleicht andersrum, wer weiß. Time for the Guide. Es ist Zeit für das Guide. Ach, für den Guide. Silent Hill Piano Puzzle. Weil, ja. Das ist mir ein bisschen. Ey, yo. Ja. Ist mir ein bisschen doch zu bunt gerade. Warte mal kurz, ich will mal nur ein paar Sachen mir anschauen, bevor ich die ganze Lösung mir anschaue. Okay, die ersten beiden waren bei mir richtig. Das hier, glaube ich, und dann das hier. Warte mal kurz. Oh, warte, nee. So. Oder warte. Ah, nee, 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 nee. So. 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 Und dann so. Fuck. Nee, fuck it. Wir machen es nochmal. So, ich gucke mir jetzt die komplette Lösung an. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt verstehe ich's. Wow. Ja, auf das Geräusch müssen wir achten. Dieses. Ja, das ergibt jetzt Sinn. Ich Idiot. Das hätte jetzt viel mehr Sinn ergeben. Danke. Das ist ein silbernes Medaillon. Genau. Jetzt müsst ihr aufpassen, weil direkt kommt es dir geht nach 100 Pro. Okay. Jetzt gehen wir mal links lang. Hier nehme ich. Dann hier. So. Dann hier runter. Ich würde gerne speichern, bevor ich halt jetzt komplett zum Innenhof gehe. Weil es kann halt sein, dass ich halt da direkt weiten muss. Oh, hallo. Zwei von euch. Verfehlt. Verfehlt. Na? Na? Direkt erstmal wegtreten. Eins. Habe ich gestern gelernt. Muss ich alle tot treten. So, und ich muss jetzt, wo war ist? Was hier? Mit dem Speichern? Ich hoffe es doch. Ne, das war auf der anderen Seite, ne? Ja, das war auf der anderen Seite. Gut.
Nimm. Nehme ich hier. Ja. Upsala, zu schnell. Genau, speichere ich mal direkt hier. Perfekt, und dann zurück. Und dann in die Mitte, zum Innenhof. Oh, die Musik, ne, die ist immer ziemlich brutal. So, und dann? So. Ich mache mich schon mal bereit für den Kampf, Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt was passiert. Ein silberner Mond. Die Musik. Oh oh. Die Turmtür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 5 Uhr stehen geblieben. Oh, okay, da muss ich noch ein drittes Rätsel machen. So, habe ich denn irgendwo ein Rätsel übersehen? Boiler Room. Ich hier irgendwo vielleicht noch ein Fragezeichen? Im Locker Room anscheinend. Also, ne? In der Abstellkammer, nenne ich das jetzt mal. Ist ja keine Abstellkammer, aber Schießwachraum halt. So. Da lesen wir nochmal. Junge, die Musik. Die ist gerade ein bisschen heftig. So, hier. Dunkelheit, die die erstickende Hitze bringt. Dunkelheit, die die erstickende Hitze bringt. Ich hätte vielleicht unten die Heizung gedacht. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu lockern. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Es muss ja der Boiler Room sein unten, ne? Ja, das muss der sein. Gehen wir nochmal dahin. Warte, wie komme ich nochmal dahin? Ich bin jetzt hier rechts. Ich muss da komplett auf die andere Seite. Kamera erstmal drehen. So. Hier runter. Also, was anderes würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Ja. Jetzt geht er an. Oh nein. Irgendwas habe ich gehört. Oh nö. Natürlich ist es jetzt nicht zu drehen. Ich weiß nicht, wozu es den besser nicht anrühren. Ich will es aber gerne anrühren. Ich hab Monster gehört. Irgendwas ist hier gleich. Oh Gott. Wünsche mir Glück, Freunde. Warte. Los. Hier vielleicht? Nee. Ich geh mal in die Mitte. Vielleicht ist in der Mitte ja wieder was. Ja. Hier lang. Ich sollte Furzverbot bekommen. Wieso? Hast du Boden gegessen, mein Freund? Ich hoffe nicht zu viele. Okay, jetzt geht an. Nice. Oh nein. Wohin geht's hier denn lang? Oh nee, meine Phobie. Keep out. Hasse ab. Oh mein Gott, ich hasse solche Gebiete. Gerade gefurzt und oh Mann, war der wieder bodenlos. Oh Gott. Ist schon eine Chemiewaffe, die du dort hast, ne? Ich hab hier raus.